Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Sims 4 mit Jarek, unserem romulanischen Wissenschaftler, und mit Nalani. Und die zwei knutschen gerade wieder. Genau, nach den letzten Folgen Sims mit Strangerville geht's heute wieder einen geregelten Ablauf zu. Okay, jetzt erzählt er hier nochmal, wie er den Sieg errungen hat. Haha, jeeps, super. Und jetzt muss er noch einen Bericht abgeben zu seiner Heimatwelt. Und ich habe übrigens gesehen, Nalani ist jetzt Newcomerin. Genau. Romulus, es ist alles gut. Es hat gut funktioniert. Ich habe das Geheimnis gelüftet. Und alles ist wunderbar hier auf der Erde. Genau. Gut, Dankeschön. So, unterhalte ich nochmal ein bisschen mit ihr. Wangenküssen. Und lustige Geschichte erzählen. Okay, sie ist wieder sehr kokett. Wir sind beide sehr kokett. Wisst ihr was? Ihr dürft mal techtelmechteln. Jetzt einiges passiert in der letzten Zeit. Wir haben Nalani kaum gesehen. Aber das haben wir halt alles in unserer Freizeit gemacht. Ja, jawohl. Na, Nalani? Aha, sie hat Bock. Ja, ich meine, sie sind beide sehr kokett. Dann dürfen sie auf jeden Fall gehen. Gut. Oh Mann, Leute. Genau, stopp. Speichern. Ganz wichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal hinbekomme. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das nochmal hinbekomme. Das in der Aufnahme mit den ganzen Strangerville-Geschichten. Und ich möchte mich hier in der Folge auch nochmal entschuldigen, dass ich so gehetzt geklungen habe und dass einiges ja nicht ganz so funktioniert hat. Und ich ein bisschen habe cheaten müssen. Es tut mir echt leid, aber ja. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Na gut, Leute. Die zwei sind jetzt fertig, so wie es scheint. Genau, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Die drei Propeller laufen noch. Ah, Moment, die Rechnungen müssen wir bezahlen. Unbedingt die Rechnungen zahlen. Genau. Bevor sie uns den Strom abstellen. So, okay. Haben wir noch Post? Haben wir. Dann könnten wir nochmal in die Nachbarschaftsgeschichten reinschauen. Strangerville, Haushalt Electric Arts hat einen Hund adoptiert. Rami Watson ist ins Jenseits eingekehrt. Haushalt Michelson ist eingezogen. Livia King arbeitet als Kundendienstmitarbeiterin. Haushalt Lamberts ist eingezogen. Stopp. Nachbarschafts... Moment mal. Genau, was ich hier nicht gemacht habe. Betreten, verboten. Vampire nicht zulassen. Genau, das habe ich hier ganz vergessen. In dem Speicherstand bisher. Dann haben wir Ishikawa ist eingezogen nach Bündelten. George Cahill ist in Rente gegangen. Sandy Pauls arbeitet als Babysitterin. Der Haushalt ist vor kurzem eingezogen. Kein Name von dem Haushalt, okay. Shigeru Nishidake ist ins Jenseits eingekehrt. Hat sie unbeliebt gemacht. Shania. Oh, Chauhan, die haben wir doch auch kennengelernt. In Strangerville, glaube ich. Die ist auch. Lebt auch nicht mehr. Haushalt Roswell hat ein Baby adoptiert. Pinwand voll. Parimayan. Goldfischjägerin. Okay, Moment. Ja, wir müssen das hier mal löschen. Ja, es ist jetzt natürlich viel passiert. Jacques Villarreal ist Trendsetter geworden, okay. Baxter Jackson ist beim Bergsteigen abgerutscht und gestorben. Koichi Miyazaki ist ins Jenseits eingekehrt. Und sonst ist nichts passiert. Hui. So, aber jetzt schauen wir erstmal wieder, dass alles wieder gut funktioniert. So, was haben wir denn hier bekommen? Fanpost öffnen. Aha, Strangerville Fanpost. Was haben wir dann bekommen? Ach, schon wieder so ein Würfel. Den können wir verkaufen. Okay, diese
Geheimlaborschlüsselkarte, den modifizierten Schutzanzug und den Scanner, den werden wir behalten. Was machst du denn, Nalani? Wie geht's dir denn? Oh, ja, okay. Können wir gerade nicht. Dann machen wir mit. So. Es geht ja jetzt darum, einen Fall zu lösen. Wir haben ja Hinweise erhalten, noch vor den ganzen Strangerville-Geschichten. Und es geht jetzt darum, eine Verdachtsperson zu verhaften. So, okay. Gut. Jag ist zur Arbeit. Eine Fahndung einleiten. Können wir gleich mal machen. Genau. Stopp mal kurz. War das richtig? Warum steht denn das hier noch? Ach so. Verwendet den Impfstoff gegen die Infektion, damit andere Sims immun gegen die Infektion werden. Warum steht das hier noch? Deinen modifizierten Schutzanzug her. Ja. Gib einem Wissenschaftler die Infektionsprofildaten für einen Sporenfilter. Okay. Ja, okay. Ist da nicht ganz drin. Okay. Wir haben jemanden, der ein kurzärmeliges T-Shirt und Jeans trägt. Die Person ist düster, graue Haare, weiblich, älter. Okay. Dann machen wir das erstmal. Ah, da kommt Minerva wieder mit ihrem Wesen angeritten. So, okay. Genau, wie schaut es bei dir denn eigentlich aus? Ausgezeichnet. Okay. Na, ich glaube, für eine Beförderung wird es dieses Mal noch nicht reichen, aber schauen wir mal. Kaito Imai, ja, genau, das war der ehemalige Kollege hier. Okay, Verhandlung einleiten. Jeans und kurzärmeliges T-Shirt. Eine ältere Dame. So, mal sehen, wo wir jetzt sind, wo diese Verdachtsperson ist. Verhandlung. Okay, ein großes Haus. Jetzt hör mal auf hier. Wisst ihr das, Leute, wo man das ausstellen kann? Mit diesen, dass er immer wieder eine neue Persönlichkeitseinstellung hat. Ich habe das nicht gefunden. Ich habe bei Google geschaut. Wisst ihr das vielleicht? Weil das nervt mich schon ziemlich. Okay, also wir haben jetzt schon wieder mal nur eine Person hier. Wir haben mal da Janet Neeson. Ja, genau. Nach Verdachtsperson befragen. Wo sind wir denn eigentlich jetzt hier? Oh, Alter. Ach, das ist Brindleton? Nee. Ach, nee. Wo sind wir denn jetzt hier? Nee. Ah, ja. Moment. Ah, dieser Urlaubsort. Ah, wie heißt denn der Ort nochmal? Okay, also haben wir hier... Haben wir hier wirklich wieder nur eine Person? Also die Fälle, die sind doch lächerlich, oder? Das ist doch gar keine Herausforderung irgendwie. Gute Frau. Haben Sie eine Verdachtsperson gesehen? Kann dir nicht helfen. Aber ich habe eine gesehen. Ja, tanzen Sie nochmal schön. Das wird erstmal der letzte Tanz hier sein. Jarek? Was war denn das schon wieder? Also irgendwie momentan spinnt die Sims irgendwie so ein bisschen. Aber wir haben diese Person jetzt auf jeden Fall verhaftet. Obwohl man das jetzt nicht gesehen hat. Naja, okay. Es hinkt so ein bisschen hinterher. So, Moment. Gut. Stopp. Warte mal. Wir werden auf jeden Fall mal... Verdächtigen durchsuchen. Polizeifoto machen. Und Fingerabdrücke. So. Okay. Aber jetzt kann man halt hier nach Sporen scannen. Ja, okay. Warum nicht? Warum nicht? So, Jarek. Wie schaut's aus mit dir? Okay, dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen zu tun. Schauen wir mal. Aber die Zeit... Wir haben noch auf jeden Fall viel Zeit hier. Genau, was ich nochmal schauen wollte. Wie schaut es denn hier aus? Na, es ist immer noch hier in der Mitte. Okay, alles klar. Wir tun ja nicht wirklich viel für unseren Promi-Status. So. So, gute Frau, kommen Sie mal mit. Wir müssen jetzt leider eine Untersuchung durchführen. Stellen Sie sich mal bitte hier an die Wand.
Was haben Sie denn hier dabei? Ist irgendwas verdächtig? Ah, ein Messer. Okay. Das ist nicht nur sehr, nicht nur verdächtig, sondern sehr verdächtig. Boxerhandschuh. Bitte jetzt nicht mehr im Handy spielen. Aha, sie hat aber viel dabei. So. Na, noch grinst sie. So, und jetzt machen wir noch ein Foto, ein schönes. Genau, hier in die Kamera schauen. Alles klar, Foto ist fertig. Und dann brauchen wir noch einmal Fingerabdrücke. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Warum ist denn... Och nö, was ist denn das jetzt? Warum? Ach, das ist doch schon wieder echt scheiße. Warum ist die jetzt? Warte mal. Jetzt debuggen wir die auch nochmal. Verdächtigen verhören. Warum geht das hoffentlich? Och nö, oder Sims? Geht's jetzt? Geht's jetzt? Jarek, schaffst du das? Okay, 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 okay. Meine Güte. Also momentan spinnt das Spiel aber auch wirklich. Oder ist sie ein Alienspion? Und kann sich deshalb beamen. So, jetzt nochmal. Hier die Finger drauflegen. Alles klar. Das war schon. So, und dann folgen Sie mir mal bitte in einen separaten Raum. Jarek, was treibst du da? Genau, dann kommen Sie mal in den kleinen Raum neben den Zellen. Wer ist denn das? Die kennen wir doch auch nicht. Chihiro Fujita, okay. So, nun scheint angespannt zu sein. Okay, wir nehmen mal eine Zeugenaussage als Beweis. So, das sagen unsere Zeugen aus. Ja. Und die Opfer sagen, dass sie mit einer Sense dort unterwegs waren. Stimmt das? Hier die Bilder vom Tatort. Das haben sie wohl hinterlassen. Okay, persönliche Geschichte erzählen. Oje, oje, oje. Ja. Ja, als Polizist kann man nicht unbedingt Geld machen. Okay, Fingerabdrücke. Dann machen wir noch. Okay, höflich nach Informationen fragen. So. Nun, was sagen Sie da dazu? Ja. Sie schwitzt schon ordentlich anscheinend. Besorgt. Lockeres Geplauder. So. Fallakte durchsehen. Machen wir heute mal nur. Ein Schokoriegel können wir anbieten. Verdächtige scheint schuldig zu sein. Geständnis bekommen. So, und was sagen Sie jetzt? Ein Geständnis. Wunderbar, wunderbar. Nun, dann haben wir das gemacht. So, dann bitte mitkommen. Hier haben Sie eine schöne Einzelzelle. So, okay. Strafanzeige eines Bürgers aufnehmen können wir dann beim nächsten Mal. Fall abgeschlossen. Gute Arbeit. Sehr schön. Wieder ein Krimineller weniger. So, Strafanzeige nehmen wir mal auf.
Gut. Kollegen über den Fall diskutieren. Ah, das könnte man eigentlich. Ach, hey, sind wir den ganzen Computer hinüber. Weißt du was? Insta-Reparatur. 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 So. Okay. Ja, Scanner. Ja, genau. Alles klar. Na, sehr verdächtig, der junge Mann. So, was kann ich für Sie tun? Haben Sie irgendwas Besonderes? Schauen wir mal. Lani muss in der Stunde. Aha, Minnie Mouse hockt schon wieder auf dem Baum. Ich weiß, Sie haben schon letztes Mal gesagt, dass Sie nicht noch einmal kommen. Aber wollen Sie das arme Kätzchen wirklich verhungern lassen? Nee, das machen wir natürlich nicht. Ich schicke jemanden vorbei. So, und ich gehe jetzt mal die Computer reparieren. Ah, das ist doch so ein Schrott. Der hockt noch da. Und du hier hast auch noch einen Computer. Okay, alles klar. So. Ja. Ja, Rick, der Weltenretter. Ja, Rick, der Detective. Ja, Rick, der Computer, Mechaniker. Also, das ist, oh Mann, ey. Teile plündern. Ah, da hockt gerade einer. Na gut, dann macht es beim nächsten. So, und dann könntest du auch noch mal reparieren. Ja, okay, wegen Müll fühlt sich nicht so gut, aber dir geht es ansonsten noch ziemlich gut. Schmarrn. Drei Fälle lösen, ausgezeichnet. Haut es momentan aus. Okay, und dann könntest du mal Theorien zum Fall beim Polizeipräsidenten. Ich hoffe, das funktioniert. Und Smalltalk mit dem Polizeipräsidenten reden. Gut. Kurz vorm zweiten Strich. So, hallo Chef, ich repariere gerade mal Ihren PC. Hallo. Haben Sie eine Theorie zu diesem Fall? Ich habe die Person gerade festgenommen und sie scheint schuldig zu sein. Ja. Der Geist von Chanepa schwindet. Freundlich. Smalltalk müssen wir natürlich wieder weitermachen. So, Chef. Lange kann es dauern, einen Fall zu lösen. Schwing die Hufe, ich will Ergebnisse sehen, Devorax. Und zwar gestern. Naja, das haben wir eigentlich schon gemacht. Okay, dann gehen wir. Warte mal. Schmeiß das hier mal weg, diesen Quatsch. Ich habe doch gerade eben einen Fall gelöst. Mann. Oh Mann. So. Na komm, Jarek. Ach so, da ist ein Mülleimer. Warte mal. Okay. Ah, hab ich selber gemacht. Alles klar. So, Fallzuweisung erhalten. Hätte man zwar auch vom Chefbüro machen können, aber passt schon. So, okay. Ein neuer Fall. Ja, ist das immer blöd. Ich hätte halt gern die Fallzuweisung immer in der Früh, dass man schön einen Fall pro Tag abarbeiten kann, aber gut. Es ist halt einfach so jetzt. So, mal sehen, was haben wir denn hier? Aha, okay. Da müssen wir vorbeischauen. Geht heute allerdings nicht mehr. Polizeifotos, Strafanzeige eines Bürgers können wir gerade nicht. Aber wir haben noch nicht das Maximum. Wir haben noch nicht das Maximum. Und zu Tatort möchte ich heute eigentlich noch nicht reisen. Das könnten wir morgen machen. Ja, dann machen wir mal Polizeifotos. Polizeifoto machen. Okay. So, Jarek. Ach so, Minerva, was machst du denn? War sogar beim Mittagessen und abgestürzt vom Besen. Oh Mann. So, okay. Warte mal. Sie kennen wir schon, oder? Haben wir uns bei der schon vorgestellt? Mehr freundlich? Nee. Die kennen wir schon. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nur so ein bisschen nebenbei. Was sitzt du denn hier? Hä? Ist das die Ausnüchterungszelle? Keine Ahnung. Okay. Strafanzeige. Schauen wir mal. Ist immer noch keiner hier? Nee. So. Dankeschön. War recht freundlich. Dann sperren wir sie wieder ein. Okay. Gut. Da könnten wir mit dir noch mal ein bisschen plaudern hier, über neueste Spiele reden, Theorien zum Fall.
Örtliche Angelplätze könnte man mal reden. So. Okay. Die ist eingesperrt. Der geht's auch ganz gut. So. Hallo. Aber so so. Ich würde gerne mal angeln. Hast du da einen Tipp für mich? Kein Tipp. Über Fall reden. Ich habe da einen neuen Fall bekommen. Chup, mach keinen Quatsch. Smalltalk nach Tag fragen, können wir mal machen. Wie geht's so? Und dann überspielen mal. Oh je. Ach du Scheiße. Wie gut. Aha, da kommt noch jemand. Ach, die Dame aus dem Labor, Maya Müller. Okay, hallo. So, ist alles gut soweit? Ja, heute können wir mal ein bisschen plaudern. Am ersten Tag der Woche, da muss das schon mal drin sein. Ja, super, Jeeps. Okay, quatsch mal mit der noch ein bisschen unglaubliche Geschichte erzählen und mit dir über Weltfrieden reden. Sollen wir das mal machen? Jarek ist ein guter, lustige Geschichte erzählt. Nee, flirten machen wir nicht. Freundlich. Oh. Hobby? Ja, Muskeln zeigen. Muss auch mal sein. Jetzt nach dem Kampf gegen die Mutterpflanze passt es doch, oder? Oh, wir werden doch befördert. Polizeileutnant sind wir jetzt. 31 Simoleons mehr und jetzt verdient er 123. Ah, cool. Ah, klasse. Es hat funktioniert. Wie gut. Oh Mann. Cool. Dann schauen wir uns dann gleich mal an, was so da ist. Und okay, ausgezeichnete Arbeit hat er Caleb? Hereinbilden? Weiß ich nicht. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, was Caleb betrifft. Es sei denn, er klopft, dann können wir ihn mal reinbitten. Er klopft wirklich. Oder bist du ein Fan? Du bist kein Fan, oder? Nee. Ja, schauen wir mal. Okay, gut. Dann schauen wir mal, was wir da so haben. Okay. Ach, Mutterpflanzen. Ja, die bauen wir auf. Genau, die hatte ich nämlich nicht im Inventar. Die hatte ich verkauft beim ersten Mal. Haben wir da ein schönes Plätzchen? Ja, das könnte man doch da hinten... Ist die so flach? Hier, dort direkt hinterm T-Rex. Okay. Was ist das? Direkte Charts. Ach, das ist von Nalani. Kannst du das da irgendwo hinstellen? Ja, genau. Was ist das? Aktenkiste. Könnten wir da hinstellen. Umzugskarton. Ja, nee, okay. Den verkaufen wir. Was haben wir hier noch? Wichtige Ordner. Haben wir da noch einen Platz irgendwie? Aber könnte man da sowas noch hinstellen hier? Die Bude ist zu klein. Machen wir dahin. Polizeidings. Okay. Dann haben wir einen Propeller, aber den können wir nirgendwo mal hinstellen, gell? Na, brauchen wir nicht. Und so eine komische Lampe brauchen wir auch nicht. Alles klar. Gut. Was machen wir jetzt? Aber der steht hier. Okay, dann bitten wir Caleb mal rein. Ist ja jetzt kein Problem. Dann machen wir das. Okay, Polizeileutnant sind wir jetzt. Hallo Caleb. Möchtest du vorbeischauen? Aber nicht beißen, ich sag's dir. Ich bin Romulaner, ich schmecke nicht. So. Okay, er schnuppert hier auch. Okay, schauen wir mal, wie er sich mit dem Romulaner versteht. Okay, warte mal, mach mal bitte Aktion. Aktionen, mach mal zur Runde hinzufügen. Da könnt ihr beide euch hier zusammen hinsetzen. So. Wollt ihr ein bisschen zocken zusammen? Multiplayer-Spiel spielen, Sims Racing spielen mit Caleb. Okay. Ein Romulaner
und ein Vampir spielen ein Rennspiel. Kommst du, Caleb? Doch, Bock? Okay, interessant. Na cool. Mal schauen, wer gewinnt. Okay, Leute. Eine unerwartete Überraschung. Na dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Folgen. Und auch besonders an dieser hier. Macht's gut. Ciao und Servus.